いいでSchönen guten Morgen im Nebel. Ja. Es ist endlich soweit. Wir holen das versprochene Auto nach Hause. Mein Vater wartet schon und wir fahren dann los. Die Kamera nehme ich mit, wie immer. Und wir sehen uns dann später. Bis dann. E mit Schaltung. Wunderschönes Auto. Und jetzt aus der Garage, Motor springt nicht an. Also holen wir die Kiste jetzt raus auf den Anhänger. Dann geht's ab nach Hause. Ide. Liebe Sportsfreunde, da steht das gute Stück jetzt endlich draußen aus der Scheune, aus der Garage. Sieht man hier. Drecki steht jetzt 2 Jahre lang drin, wurde nicht bewegt. Also Motor startet nicht. Der Kumpel hat versucht, den gestern zu starten. Der orgelt, aber anspringen. Hat jetzt keinen Bock, vielleicht sind es Zündkerzen, vielleicht ist was, ist bestimmt eine Kleinigkeit. So, schauen wir mal dann rein, ganz kurz. Gleich kommt der Abschlepper, dann kommt das Ding nach Hause. So.
endlich Abschlepper da. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt packen wir das Ding drauf. Dann geht's 35 Kilometer Richtung nach Hause. Abladen, bisschen waschen und dann geht's gleich los. Dann muss ich schauen, wieso die Kiste nicht anspringt. Mein Zündkerzen, Luftfilter mache ich dann. Alle Filter. Und ja, ich hoffe auf das Beste. Und ich freue mich mega auf die Kiste, weil der Zustand ist auch wirklich sehr, sehr gut für das Alter und alles. Und wie gesagt, ich mag einfach alte Kisten, alte Karren, die wieder zum Leben erwecken. Das ist einfach meine Leidenschaft. Und dazu brauche ich jetzt nichts mehr zu erzählen. Leute, die mich verstehen, verstehen mich. Die, die mich nicht verstehen, müssen das auch nicht machen. Kiste ist drauf. Fahrt sollte noch drauf. Auf geht's. Bis. Ja, jetzt sind wir da zu Hause angekommen. Jetzt wird das Auto abgeladen. Und dann fahren die Jungs nach Hause. Und dann machen wir weiter, versuchen das Ding zum Starten zu bringen. Ja, ich freue mich. Endlich ist das Ding zu Hause. Ich freue mich einfach, dass die Kiste da ist und war einiges hat mich gebremst, aber die Kiste ist jetzt endlich da. Das ist das Wichtigste, das ist das Einzige, was zählt, dass der eigentlich jetzt da ist. Hat alles geklappt. Habe ich provisorische Kennzeichen jetzt drauf gemacht. Ja, die Kiste ist sau schwer. Stand 2 Jahre, 1,5 Jahre oder so. Wurde auch nicht gestartet. Und jetzt müssen wir die mit dem Auto ein bisschen ziehen. Und stellen wir den hier in die Ecke, tue ich den ein bisschen waschen. Und dann versuche ich die Kiste zum Laufen zu bringen. Wie gesagt, Zündkerzen. Schauen wir den Vergaser an, was da sein könnte. Und ich hoffe, wir bringen die Kiste zum Laufen und dann fängt es erst richtig an. So, wunderschöner Reihen, 6 Zylinder, so wie ich das mache. 3 Liter, 300 E. 188 PS, Schalter, aber wie gesagt, schauen wir, dass wir die Kiste jetzt hier erst ein bisschen parken und waschen. Da kommt die wahre Liebe. Vater hat gleich Schwamm genommen, Wasser, Shampoo, der war auch Mercedes-Fahrer. Ich habe leider seinen alten 123er verschrottet, der ist auch mega glücklich. Mercedes kommt in die Familie. 124er, noch ein 300er E. Originale Mercedes. 15 Zoll sogar. Alufelgen, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. KBA 42600.
Ja, neue Winterreifen vorne, hinten, neue Bremsscheiben, Bremsklötze sind auch neu. Es wird so ein bisschen Grundreinigung gemacht, ein bisschen sauber machen, bloß dass der 2 Jahre lange Dreck runter ist von der Kiste. Oh Mann. Oh Mann, das und noch dann den hier. Oh. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Komplett hier. Hier waren schon alles, überall Karren da vorne und so. Ja, mein Vater hat mir nie was gesagt. Er weiß schon, wo die Autoliebe kommt. Ist leider vom Krieg alles kaputt gegangen und dann hat er es alles aufgegeben. Ja, na, diesen alten Mercedes gehabt, habe ich zum Schrott gefahren. Mal schauen. In halben Jahr, im Jahr, ich weiß nicht. Wir begleiten das Projekt, was der am Ende dann sagt. Aber er freut sich auch mega für mich. Und da kommt wieder diese Autoliebe in ihm auch wieder nach oben raus. Man sieht es wirklich. Letzte Jahre waren für ihn Autos nur, ja, das muss laufen von Punkt A nach Punkt B. Aber jetzt, also der nimmt sogar Lappen. What you gon' do for, how you gon' move for, what you gon' be, and do you believe you can do anything, what you gon'